So, ihr Lieben, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu der Fragerunde mit Felix dem Glücklichen, der im wunderschönen Harz lebt. Wir haben uns ja gerade schon ein bisschen warm geredet und jetzt sind wir alle sehr gespannt auf eure Fragen. Felix, du möchtest bestimmt auch noch ein paar Worte zum Start sagen. Ja, kann ich gerne machen. Ich habe vor über einem Jahr das Fest der guten Früchte geleitet mit etwa 100 Menschen in dieser schwierigen Zeit. Und das ist uns gelungen, trotz viel Widerständen war es ein wunderschönes Fest. Und es war für mich, ja, die Bestätigung, dass ich mich wohl damit fühle, zu sagen, ich bin bereit, eine Gemeinschaft zu gründen. Ja, und seitdem gehe ich in diese Richtung. Aber ich mache das nicht mit lautem Trara und groß in die Öffentlichkeit. Erstens, weil ich nicht mit so ganz vielen Menschen, die alle in Gemeinschaft suchen, zu tun haben will, weil mir das dann zu viel wäre, sondern mit Menschen, die sich auf eine bestimmte Art eben finden, mich finden, die von ihrem Herzen geführt werden. Und ja, mit dir, Anni, ist das jetzt hier ein guter Weg, wie das möglicherweise gelingen kann. Ich habe also auch schon einige Menschen kennengelernt. Es gab auch weitere Veranstaltungen. Ich wohne auch schon mit einer Mitwohnerin hier zusammen. Und es gibt Freunde und Bekannte hier in der Gegend und Menschen, die hierher ziehen wollen. Ja, und ich hoffe, dass es weiter wächst. Bin gespannt auf die nächsten Monate. Ja, ich finde es auch klasse, dass du dich dafür zur Verfügung stellst und dass du dein Projekt so vorstellen möchtest. Und ja, du suchst eben halt weitere Menschen für die Gemeinschaftsbildung. Und das ist eigentlich auch Kern hier dieser Aufnahme und dieses Interviews. Wie hast du dir das genau vorgestellt? Naja, üblicherweise gibt es eben Veranstaltungen, zu denen Menschen kommen können. Das ist natürlich etwas schwieriger jetzt in unserer Zeit. Ja, und da kann man sich dann auf verschiedene Weise kennenlernen. Also natürlich unterhalten, gemeinsam essen, zusammen spazieren gehen, aber eben auch zusammen etwas tun. Also zusammen etwas bauen, zusammen vielleicht singen sogar, tanzen. Das hatten wir alles schon. Das habe ich seit Jahren auch immer mit angeleitet, solche Dinge bei den Gruppen, bei denen ich war. Ja, und auf diese Weise sind viele verschiedene Verbindungen schon entstanden. Ich habe viele Freunde gewonnen. Ja, und so wächst das nach und nach auf eine ganz, wie ich sage, harmonische Art und Weise. Ja. Und jetzt kommt halt diese Online-Video-Sache dazu. Also das gibt es für mich auch erst seit einem knappen Jahr, dass ich solche Formate nutze. Ich denke, viele von euch auch. Ich wollte das vorher gar nicht. Ich habe da richtigen Widerstand dagegen gehabt. Ich habe immer noch Mühe, mich damit so zu arrangieren. Aber es ist eben jetzt gerade eine neue Möglichkeit. Und es ist eben komplizierter, wenn man sich jetzt hier mit 15 Menschen irgendwo treffen will. Ja, wir leben in merkwürdigen Zeiten. Aber man lernt ja auch dazu, vor allem technisch, das durfte ich auch. Ja. Ja, manchmal klappt das ganz gut. Unsere liebe Sati ist kopfüber und ich finde es auch total cool. Sati, vielleicht hast du ja schon die erste Frage an Felix. Hallo, könnt ihr mich überhaupt hören? Wir hören dich klar und deutlich. Ach super, vorhin ging ja gar nichts. So, ich nehme im Handstand teil, ne, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich weiß nicht, wie man es dreht. Erstmal hallo, ich konnte ja vorhin nicht hallo sagen. Ich bin in Overath und ich habe das erst gerade heute gelesen und ich würde total gerne sofort in eine vernünftige Gemeinschaft ziehen, gerade in diesen Zeiten. Was Besseres kann man gar nicht machen, deswegen bin ich hier. Ich mache mal Mikro wieder aus. Und danke, ne, dass ihr das hier macht. Ja, sehr gerne. Was interessiert dich denn jetzt konkret an der Gemeinschaft da, wo Felix lebt, im Harz? Die Gemeinschaft der Wiedergeburt? Ja, eigentlich alles, ne? Ich habe da jetzt das erste Mal was von gehört. Und ich denke, dass Felix und Mitbewohner oder wie war das, dass ihr da auch schon irgendwie bestimmte Vorstellungen habt, ne? Sonst macht man sowas ja nicht, das macht man ja nicht aus dem Blauen raus, deswegen
kann ich im Moment keine konkreten Fragen stellen, sondern mich würde einfach interessieren. Wichtig ist natürlich, wie läuft das mit der Finanzierung? Was ist es für, wie viel Kapazität ist da für wie viele Menschen und so weiter und so fort? Also die üblichen Fragen, sage ich mal so. Ja, Finanzierung, Kapazitäten. Ich würde gerne eine Gegenfrage mal stellen und die könnt ihr mit Handzeichen einfach beantworten, die den Bildschirm anhaben. Wer von euch hat schon mal in einer Gemeinschaft gelebt? So, ich sehe zwei Hände und Siebenstern möchte sprechen. Ja gut, Siebenstern, wenn du sprechen möchtest, sag mal was. Ja, gut, vielleicht war das auch nicht so. Oder sie macht gleich noch das Mikro an. Ansonsten zu Finanzierung und Kapazität. Also ich habe mich viel mit verschiedenen Gemeinschaften beschäftigt in Europa und auch in Deutschland, den Ökodörfern, die es gibt und eben auch den Familienlandsitzsiedlungen in Russland, die ich besucht habe. Und das ist ja immer sehr unterschiedlich. Also es gibt sehr unterschiedliche Konzepte. Und oft bei uns in Europa ist es so, Gemeinschaften beginnen, indem jemand ein größeres Gelände oder ein größeres Haus erwirbt und dann Menschen die Möglichkeit gibt, dahin zu ziehen. Und das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, es können schnell viele Menschen dahin kommen und oft für wenig Geld daran teilhaben. Der Nachteil ist, dass diese relativ vielen Menschen, also selbst schon 6 oder 8 Menschen, die sie vorher nicht kannten, innerhalb von wenigen Monaten zusammenziehen, und dann glauben, zusammen wohnen zu können, leben zu können, das geht in 9 von 10 Fällen schief. Also das ist eine gewaltige Herausforderung. Und wer schon mal mehr oder weniger in Gemeinschaft gelebt hat, der weiß, was ich damit meine. Das heißt, das ist also, wie gesagt, ein Vorteil, es geht schnell los. Der Nachteil ist, es geht auch schnell wieder auseinander. Und ich habe mich gefragt, ich hatte jetzt kein Interesse mehr daran, sozusagen an Gemeinschaft dazuzukommen oder eine Gemeinschaft schnell zu gründen, damit ich jetzt viele Freunde habe oder eine große Ersatzfamilie. Danach hatte ich jetzt kein Bedürfnis. Ich hatte das Bedürfnis, eine Gemeinschaft zu gründen, die lange hält, also auf Dauer hält, die Jahrhunderte hält. Und dazu ist es wichtig, die richtigen Grundlagen zu kennen. Naja, Und da ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt, dass die Menschen, die bei der Gemeinschaftsgründung mitmachen, also nicht die nach 5 oder 20 Jahren dazukommen, sondern die ersten Jahre, dass die in der Lage sind, vieles selber für sich zu organisieren und für die anderen da zu sein. Also die nicht in eine Gemeinschaft kommen, um aufgefangen zu sein, sicher zu sein und Lösungen parat zu haben, sondern Menschen, die bereit sind und in der Lage, eine Gemeinschaft mit zu erschaffen. Also innerlich und auch äußerlich dazu in der Lage sind. Und natürlich braucht man viele Unterstützer und Helfer. Aber die Menschen, die die Gemeinschaft beginnen, brauchen schon eine gewisse innere Klarheit und eine gewisse auch äußere Möglichkeiten. Ja, und bei mir ist es so, ich bin selber kein wohlhabender Mensch. Ich kann nicht so ein großes Gelände kaufen. Da könnte ich sagen, ja blöd, kann ich keine Gemeinschaft gründen. Aber der Vorteil daran ist, dass ich sage, wenn Menschen mit mir hier Gemeinschaft leben wollen, dann müssen sie in der Lage sein, hier in die Gegend zu ziehen und auch hier irgendwie zu leben von irgendwas. Und das ist natürlich ein ziemlich hoher Anspruch, das ist mir auch klar. Und deswegen werden viele nicht gleich mitmachen können. Vielleicht später, vielleicht wenn der Wille da ist oder die Möglichkeiten oder sich Möglichkeiten ergeben, wenn der Kontakt dann gut ist, dann finden sich sicherlich auch hier und da Wege. Aber zunächst einmal ist es schon wichtig, dass man es schafft, hier in die Gegend zu ziehen und man kann hier nur relativ wenig zur Miete wohnen. Also es gibt immer wieder freie Höfe, die man kaufen kann und Menschen können sich auch zusammenschließen, wie ich mit meiner Mitbewohnerin, und einen Hof erwerben oder gemeinsam da wohnen. Ja, und dann kann das wachsen. Dann sind die Menschen schon selbstständig auf ihrem Hof, ihrem Landsitz, wenn man das so groß hat und findet, wenn man das erwerben kann. Oder auch eine andere Möglichkeit, vielleicht in einem Wohnwagen, der auf einer Wiese steht oder vielleicht auch für eine Weile in einem Gartenhäuschen, eben das, was derjenige dann finden kann, was für ihn gut genug ist oder ausreichend ist oder auch schön ist. Ja, und so kann die Gemeinschaft aus Schöpfern entstehen. Tja, das also zu den Möglichkeiten beziehungsweise der Finanzierung.
Ja, lieber Felix, Susanne und Roland haben eine Frage dazu. Genau, und, also, wir hatten dieses Video von dir gesehen, Felix, und hatten da einfach nur noch mal die Frage, aber im Endeffekt hat sie sich jetzt schon fast beantwortet. Uns war eben nicht klar, es ist eben nicht ein bestimmter Ort, ne, sondern dass man halt in der näheren Umgebung versucht, was zu finden und dann dort wohnt, vielleicht auch mit mehreren zusammen, aber dass es nicht eine große Gemeinschaft an einem Ort gibt. Ist das richtig? Haben wir das richtig verstanden? Genau, das habt ihr richtig verstanden. Also ich habe gelebt letztes Jahr auf einem ehemaligen Rittergut. Da gab es einige Wohnungen und eben auch das Herrenhaus. Aber ja, es gab nicht innerhalb von kurzer Zeit den Menschen oder die Menschen, die das ehemalige Rittergut hätten kaufen können. So viel finanzielle Mittel waren nicht da. Also oft bei Gemeinschaftsgründung braucht man ja Hunderttausende oder Millionen, um so ein Gelände kaufen zu können. Und oft geht dem auch ein mehrere Jahre langer Prozess voraus. Also zum Beispiel das ziemlich bekannte Ökodorf Siebenlinden ist, glaube ich, 89 angestoßen worden und das Gelände gefunden, gekauft und dahinziehen durften, sie 1997, 8 Jahre später. Bei der anderen nächstgrößten und bald vielleicht größten Gemeinschaft Ökodorf in Deutschland, die Gemeinschaft Schloss Tempelhof, da gab es 3 Jahre Planungsphase mit Menschen aus München, die dann gemeinsam, ich glaube auch für 1 Million oder so, also deutlich mehr noch, ein ehemaliges kleines Dorf gekauft haben, was leer war. Aber es gibt auch andere Konzepte und andere Stellen, auch die größten Projekte der Welt, von denen ich weiß, zum Beispiel in Indien oder in Sibirien, da hatten die Gründer auch kein Geld. Und dann haben Menschen, es gab halt Gruppen, die sich gefunden haben und nach dann gemeinsam Möglichkeiten gefunden haben, dahin zu ziehen. Und das hat auf lange Sicht mehr Kraft gehabt. Wobei, das ist noch schwer, sowas jetzt im Vorhinein zu sagen. Aber ja, es gibt nicht diesen großen Platz, wo man erstmal hin kann. Und alles ist schon gekauft und organisiert und entschieden. So ist es jetzt hier nicht. Das ist nicht das Entscheidende, oder was heißt nicht das Entscheidende? Ich weiß, dass viele Menschen, die zur Gemeinschaft dazukommen, genau deswegen dazukommen, weil es da diese Möglichkeit gibt. Aber dann ist es auch mit diesen Menschen oft nicht gelungen, eine Gemeinschaft zu gründen oder nicht auf Dauer tragfähig zu erhalten. Ja, aber es gibt auch bei allen Gemeinschaften, auch zum Beispiel bei Siebenlinden, gibt es einen großen Freundeskreis von Menschen, die sozusagen immer wieder zu Festen kommen, die in der Nähe wohnen oder die verbunden sind mit den Menschen, die dort leben. Und das ist auch sehr wertvoll. Oft sind das noch viel mehr als die Menschen, die direkt vor Ort konkret wohnen. Also es braucht beides. Es braucht einen Freundeskreis und ein Feld. Und es braucht die Menschen, die in der Lage dazu sind, konkret vor Ort zu wohnen, zu siedeln, sich selbst zu versorgen, das nötige Geld noch zu verdienen, was sie vielleicht brauchen. Oder zusammen sich zu schließen, sodass nur manche Geld verdienen müssen und manche schon ein Stück weit das Neue aufbauen können, was hoffentlich immer weniger mit Geld abläuft. Ja. Felix, Uwe hatte eine Frage, die er gerne stellen wollte. Uwe, öffne dafür bitte gerne dein Mikrofon. So, also was waren die Gründe, warum das nicht gelungen ist jetzt, bei was du da jetzt am Anfang alles schon erlebt hast? Also das ist so, dass ich auf dieses Gut aufmerksam gemacht wurde vor jetzt über 2 Jahren. Und das ist ein Dorf weiter gewesen. Ich bin da mit 2 Freunden gewesen, die ich schon lange kenne, also seit 2016 ungefähr. Und das war eben 2019, vor gut 2 Jahren. Und wir sind dorthin gekommen und der Gutsbesitzer hat mich dann wieder angerufen und hat gesagt, er kann die Aura sehen und fand meine Aura gut und ob ich da einziehen wollte, in die freie Wohnung. Und habe ich gesagt, okay, kann ich mir schon vorstellen. Ich würde gern Fest feiern, kann ich hier das Fest feiern? Ich hatte auch schon im Sinne, dass es vielleicht gelingen könnte, da eine Gemeinschaft zu gründen, aber es war schon klar zu dem Zeitpunkt, dass der Besitzer das Gut verkaufen wollte. Also der hatte da ein Meditationszentrum vor aufzubauen und der hatte relativ viel Geld, hat auch einige Hektar am Dorfrand sozusagen organisiert, also den Bauern abgeschwatzt
Und er hatte ziemlich viel Geld und es ist 20 Jahre keine Gemeinschaft entstanden. Ja, und der wollte das jetzt verkaufen. Ja, und es ist quasi in den Monaten seit dem Fest ist nicht eine stabile Gruppe entstanden, die jetzt 500.000 zusammengekriegt hätte, um das kaufen zu können. Und ich habe auch mir nicht jetzt ein Bein abgebrochen, um das zu erreichen. Also ich hätte vielleicht da noch mehr hinschieben können, aber mir war klar, wenn man das auf Biegen und Brechen macht und kauft dann als Gruppe zusammen gut, ohne dass man schon wirklich, wirklich sich gut versteht, kann das auch sehr schief gehen. Wie gesagt, bei vielen Gemeinschaften gelingt es eben auch nicht. Ja, und es ist wichtig, dass man sich gut versteht und gut kennenlernt. Und ja, ich habe Freunde, die diese Richtung gehen seit 5, 6, 7, 8 Jahren. Und das ist wertvoll. Da hat man sich in vielen Situationen erlebt und darauf kann man aufbauen. Allein zu sagen, so wie es jetzt ist, will ich nicht mehr weiter, was ja viele wissen und spüren, reicht nicht annähernd aus, um stabil zusammenzuleben. Auch wenn viel Euphorie am Anfang im Spiel ist und man auch viel bewegen kann. Aber zum Beispiel in Kovtchek, der einen Siedlung in Russland, da war das auch so, dass da mein Gastgeber mir gesagt hat, er ist fast schon genervt von den vielen Menschen, die da jetzt hinkommen und sagen, yo, ich will hier was machen und das ist großartig und ich habe die Bücher gelesen und das. Und er war deswegen genervt, weil er leider oft enttäuscht wurde davon, dass es dann doch nicht gelungen ist. Also es ist schon wichtig, es gut zu machen, es, die richtigen Schritte zu gehen und ja, nichts zu überstürzen. Ja. Ja, Annegret hatte auch eine Frage. Annegret, magst du jetzt die nächste Frage stellen? Sehr gerne. Ihr könnt mich hören, ne? Ja. Ja. Gut. Erstmal hallo Felix, ich freue mich, dass du so eine Sache vorhast. Das, was mich daran reizt, ich habe mir sehr viele unterschiedliche Gemeinschaften angeschaut und dieses auf dem sehr engen Raum zusammenleben fand ich immer für mich persönlich schwierig. Ich brauche meinen Rückzugsort. Deswegen finde ich das sehr spannend, dass da so eine Dorfgemeinschaft entstehen soll. Ich würde mich freuen, wenn du da noch ein bisschen mehr dazu sagst, zu dieser Gemeinschaft. Das, was ich verstanden habe in deinen Vorträgen, war, dass man sich gegenseitig... unterstützt, dass man Aktivitäten und Untergruppen gründet, aber was ja, offenbar gibt es hier gerade ein paar technische Probleme. Habt ihr das alles verstanden oder geht's mir nur so? Du hast da ein bisschen schlechten Empfang, liebe Annegret. Kannst du da ein bisschen was machen? Nur so ganz raus. Ist wohl schlechtes LAN. Ja, im Chat könnte sie ja die Frage stellen und dann könnte ich noch darauf eingehen. Mhm. Oder ja, ich glaube, das Wichtigste ist transportiert worden. Kannst du da schon drauf antworten? Ja, wie ich mir das vorstelle, das gemeinsame Leben. Ja, wie es tatsächlich sein sollte, ja. Erzähl mal. Das klingt bestimmt total fantastisch. Ja, es ist tatsächlich so, dass es einerseits wunderschön ist, weil es mehr Kultur gibt und auch diesen ehrlichen, offenen Austausch. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr herausfordernd. Also mit Menschen zusammen zu sein, die wirklich sehr bewusst dir Dinge spiegeln und dir ehrlich und offen die Meinung sagen, ist auch nicht immer einfach. Aber es ist eben sehr lohnenswert. Ich habe also oft dadurch sehr wertvolle Erfahrungen machen können, dass ich mit den Menschen, mit denen ich zusammen in solchen Projekten bin, sehr offen reden kann und wir es versuchen, die Angst abzubauen, die oft da ist, dass man dem anderen vielleicht nicht traut, wirklich zu sagen, was man denkt und fühlt. Aber auch, dass man es schafft, das nicht in einer Angriffshaltung zu sagen, oh, jetzt will ich mal was schnell sagen, sodass der bloß dann platt ist, dass ich dann nichts zurückkriege, sondern dass man es schafft, auf eine gute Art zu sagen. Also das Kommunizieren, das Miteinander sein, die Art und Weise, wie man
wie man spricht, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ein ganz entscheidender Punkt für eine Gemeinschaft. Und daran spürt man den Geist einer Gemeinschaft. Also ja, was das Miteinander angeht. Ja, und es braucht natürlich, je größer die Gemeinschaft ist, desto mehr Regelmäßigkeiten braucht es, weil man kann nicht sozusagen 20, 30, 100 Leute sagen, lasst uns mal am Dienstag um 4 treffen. Haben dann 80 keine Zeit. Also man braucht regelmäßige Abläufe, also regelmäßige Treffen, regelmäßige Zeiten, wo man gemeinsam singt, feiert, auch sich ausspricht, Dinge organisiert. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und ich merke selber, dass es ein großer Unterschied ist, ob man alleine oder mit zwei, drei Menschen, mit einem Pärchen oder einer Familie lebt oder versucht, etwas mit vielen Leuten zu organisieren, weil dann muss man ein Stück weit seine Freiheit von, ich kann jeden Tag so entscheiden, wie ich will, jede Minute neu, muss man ein Stück weit zurückstellen, wenn man weiß, okay, Mittwochabend ist Treffen, Versammlung. Da besprechen wir, was wir nächste Woche gemeinsam machen oder wie wir das Geld gemeinsam ausgeben oder ob wir jemanden aufnehmen oder nicht, wie wir mit dem und dem umgehen. Und das ist nicht so einfach. Also das habe ich schon festgestellt. Das merke ich auch selber bei mir. Hoppla, ich habe jetzt mir vorgenommen, ich habe jetzt gesagt, wir machen das am Sonntag regelmäßig so und so. Dann muss ich auch selber immer da sein und muss präsent sein und muss innerlich darauf eingestellt sein. Aber wenn man diese Bereitschaft hat, dann kann das sehr schön sein. Ja, und was so die praktischeren Dinge angeht. Also natürlich ist die Selbstversorgung ein sehr wichtiger Punkt. Und die Selbstversorgung gelingt immer vollkommener, je mehr Menschen gemeinsam das versuchen. Alleine als Einzelner ist es quasi unmöglich, sich selbst zu versorgen. Da muss man ein extremes Level an Bewusstheit haben und auch so Zurückhaltung und Demut, um wenig zu brauchen und das zu schaffen, selber zu organisieren. Das ist eigentlich für uns heutige Menschen, dass wir halbwegs einen Lebensstandard erhalten können, praktisch unmöglich. Also ich kenne keinen, ich kenne einen, der hat ziemlich vieles geschafft, selbst zu machen. Der hat sich aber total übernommen und ist halt auch damit sehr alleine geblieben und ständig ausgebrannt gewesen. Und auch in so einer, naja, einer unschönen Stimmung. Also das heißt, Selbstversorgung sozusagen mit Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten, wenn man das schon schafft, das ist schon viel. Das ist schon eine wichtige Grundlage. Bei Kartoffeln und Getreide, um mal vom Essen zu bleiben, da beginnt es schon, dass man überlegen kann oder es sinnvoll ist, das mit 3, 5, 10 Menschen gemeinsam auf einem Stück anzubauen. Genauso, wenn man jetzt für mehrere Häuser Fenster oder Türen bauen will. Also neu bauen oder ersetzen, macht Sinn, ab einem gewissen Punkt gemeinschaftliche, größere Werkstätten zu haben. Sicher ist es gut, auf jedem Hof oder auf jedem Garten ein bisschen Werkzeuge auch da zu haben und ein paar Sachen selber machen zu können. Der eine mehr, der andere weniger. Mancher kann da vielleicht gar nicht viel machen und andere machen sehr viel Handwerkliches dafür und dafür wird was anderes von dem Ersten wiederhergestellt oder bereitgestellt oder unterstützt. Ja. Felix, darf ich dich ganz kurz in deinem wunderschönen Redefluss unterbrechen? Wegen der Aufnahme, die jetzt gerade läuft. Es haben noch ein paar ihr Mikrofon offen und es gibt ganz komische Nebengeräusche. Und es wäre nett, wenn derjenige, der gerade nicht spricht, sein Mikrofon schließen könnte. Vielen Dank. So, jetzt gebe ich das Wort wieder an dich. Ja, das sind also die praktischen Sachen. Und na klar ist ein ökologischeres Leben anzustreben und von einem essentiellen Wert, also dass wir lernen, wieder besser mit der Erde umzugehen. Sowohl was Essen anbauen angeht, als auch was Bauen angeht, Haus bauen. Das müssen wir ökologischer hinbekommen, einfach weil es gesünder für uns selber ist und weil es auch weniger Ressourcen verbraucht, weniger schädlich ist. Wenn wir das nicht lernen, dann wird die Gemeinschaft auch nicht Bestand haben können. Das sind also sehr wichtige Punkte, das ökologischere Leben. Naja, und was das gemeinsame Feiern angeht, da beginnt es schon. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der leitet eine Gemeinschaft, die jetzt auch eine Schule hat, also in Thüringen am Windberg. Und der sagte, ihm wäre es zwar ein Bedürfnis, dass man gemeinsame Rituale oder Rituale ist vielleicht so ein merkwürdiges Wort, gemeinsame Feierlichkeiten, gemeinsame schöne Momente erlebt, die erhebend sind. Er sagt, es ist schwierig, weil die Vorstellungen über das Heilige, das Göttliche, das Ewige sind eben in der Gemeinschaft relativ unterschiedlich. Manche wollen zum Beispiel die 4-Jahres-Kreisfeste feiern, wie es unsere Vorfahren oder die heidnischen Völker im Norden oder im Süden oft gemacht haben, die also viele Jahreszeiten haben.
die Jahreskreisfeste gibt es ja in Afrika so nicht. Also das ist schon, wenn man sich so überlegt, ist keine ganz globale Sache. Die könnte man nicht, es ist halt schon eine Sache, die auf diesen Kulturkreis passt. Und da finden das manche gut und manche sagen, ah, ich will es lieber globaler haben. Und nicht unbedingt Jahreskreisfeste, sondern lieber Frühlingsfest, wobei das auch schon schwierig ist, ein Sommerfest. Also dann fängt man an zu überlegen, was für Feste feiert man. Ja, und da denke ich mal, ist es gut, wenn man schon die Feste, die es gibt, die man kennt, ein Stück weit nutzt und ein Stück weit vielleicht auch anders interpretiert, feiert, aber auch neue entwickelt. Neue Feste entwirft und gemeinsam auch lebt. Das ist schon sehr wichtig. Ja, dann würde ich mal eine Frage an euch stellen, vielleicht wieder mit Handzeichen. Wer von euch singt gerne mit anderen Leuten zusammen? Ja, ja. Würdet ihr gerne singen oder traut ihr euch noch nicht oder fühlt euch damit nicht wohl? So kann man zurückfragen. Ja, also ihr merkt schon, das könnt ihr jetzt nicht alles beantworten, aber das habe ich gemerkt, gerade in Deutschland, gerade im Westen, ist dieses Essentielle für das Miteinander von Menschen ein ganzes Stück verloren gegangen. Wir schämen uns, miteinander zu singen. Wir können kaum gemeinsame Lieder. Wir haben diesen Teil unserer Kultur schon zum großen Teil verloren und das ist eine Herausforderung, das wieder zu etablieren, das teilweise ein bisschen Stück weit sozusagen sich zurückzuholen oder auch neu zu entwickeln. Also ich kenne Gemeinschaften, wo die Leute wirklich Volkslieder singen und kennen. Ich kenne aber auch Gemeinschaften, wo nur Lieder gesungen werden oder fast nur, die dort in der Gemeinschaft neu entstanden sind. Beides geht irgendwo, aber das ist wirklich wichtig. Ich halte das für essentiell für eine Gemeinschaft, gemeinsam singen zu können, zumindest gemeinsam in einem Raum zu sein, wo gesungen und musiziert wird. Weil Musik ist die Sprache der Seele und dafür braucht es keine Worte. Das ist eine Sache, die kann jeden berühren. Da muss man nicht besonders schlau sein oder nicht besonders wach oder kann ganz klein sein, ganz jung oder auch sehr alt. Das verbindet eine Gemeinschaft sehr stark. Das ist also ein wichtiger Aspekt. Mein Vater war Musiklehrer und das war bei uns schon immer wichtig gewesen. Und ist auch in Gemeinschaften überall ein wichtiger Punkt. Wenn ihr möchtet, könnte ich euch ja auch noch was Kleines singen. Vielleicht machen wir das zum Abschluss. Vielleicht, Anni, nimmst du das auf eine Liste auf, wenn du so merkst, es geht Richtung Ende? Dann. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, leg mal los, aber jetzt rettet Robert dich mit einer Frage. Lieber Robert, bitte stell deine Frage und wir lassen Felix am Ende singen. Nein, alles gut. Natürlich soll er singen. Ich hätte nur mit meinen zuckenden Fingern hier zu viel rumgedrückt auf der Tastatur. Entschuldigung. Robert, du darfst aber auch alternativ gerne singen. Nicht wirklich, nicht wirklich. Da bleibe ich lieber bei dem, wie Felix gerade sagte, ich habe es verlernt. Es wäre besser. Ich würde mit dir mitsingen. Ja, ich glaube dir das, ja. Ja, Philipp, wärst du so freundlich, würdest du auch noch mal eben dein Mikrofon ausmachen, um mögliche Hintergrundgeräusche zu minimieren? Dankeschön. Ja, wen haben wir denn als Nächstes? Wer möchte denn als Nächstes fragen? Kira? Du darfst dann dein Mikrofon wieder aufmachen. So, bin ich jetzt zu hören? Ja, aber du hast da irgendwie im Hintergrund Geräusche und Gebrumme vom Computer, nehme ich an. Kannst du das irgendwie manipulieren? Immer noch? Ja. Ja, gibt Schlimmeres. Ja, gut, leg einfach los. Ich kann mich ja beeilen. Also ich ich wohne in Hamburg in einem Wohnprojekt, autofreies Wohnen. Wir haben 7 Jahre geplant. Jetzt wohne ich da 22 Jahre. Und eigentlich möchte ich hier auch noch ein bisschen wohnen, aber möchte so für in 10 Jahren möchte ich irgendwo aufs Land ziehen. So, und jetzt ist so die Frage, ne, er würde ich wahrscheinlich das nicht machen. Und ich würde halt gerne von der Ferne ein Projekt mit begleiten, wo ich dann eventuell in 10 Jahren hinziehen könnte und wünsche mir natürlich sowas mit Selbstversorgung und so. Aber
Das würde ja dann nicht so ganz zu dem passen, was du dir vorstellst, Felix. Naja, ich sagte ja, es ist gut, wenn es einen Kreis von Menschen gibt, die das Ganze unterstützen und begleiten und auch ihre Erfahrung einbringen. Also so lange in Gemeinschaft zu leben, ist natürlich eine wertvolle Erfahrungszeit. Also insofern kann ich nicht sagen, dass das nicht passt. Also ich hoffe ja, dass die Gemeinschaft sehr lange wachsen wird. Also wird man auch in 10 und auch hoffentlich in 50 Jahren noch dazukommen können. Es spricht nichts dagegen. Gut. Ja, dann nehmen wir doch den nächsten. Wer möchte denn die nächste Frage stellen? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Sonst stelle ich noch eine Frage an euch. Ja, leg los. Wer von euch hat schon etwas mehr als ein Radieschen Erfahrung mit Selbstversorgung? Hebt Hand. Gut. Clio, Robert, Susanne und Roland habe ich und 7 Sterne habe ich auch. Ah ja, sind doch schon ein paar, die ein bisschen mehr Erfahrung mit Selbstversorgung haben. Ich würde gerne mal wissen, was ihr an Sachen, die nicht so ganz üblich sind, in vielleicht ein bisschen größere Menge angebaut habt. Ob es das gibt bei jemandem von euch. Also Getreide würde ich dazu zählen, das ist nicht ganz so üblich für Selbstversorger. Oder ein Bekannter von mir hat jetzt 10 Kilo Mais zum Beispiel gehabt. Speisemais. Ja, gibt es da sowas? Fällt euch da sowas ein? Robert hat gleich sein Bildschirm ausgemacht. Na gut, ich meine, auch die üblichen Sachen sind auch oft unterschätzt. Also viele sagen, oh, ich brauche jetzt unbedingt zum Beispiel Süßkartoffeln, will ich haben. Oder ich will Weintrauben oder ich will Kiwis oder ich will das oder ich will das. Und ich sage gerne, ja, wie ist es denn mit Möhren und Kartoffeln? Also das ist ja auch sehr wichtig. Ne? Also das sind auch die Sachen, die hier in den Breiten wirklich gut gehen. Ich habe es mit Süßkartoffeln mal versucht, die keimen erst ab 20, 25 Grad. Also das ist nicht so einfach. Und das gelingt dann manches ja eben kaum. Oder man braucht eben eine Art Wintergarten. Und es ist auch gut, wenn man sich mit dem ernährt, was hier schon lange funktioniert hat, was auch für die meisten der Vorfahren von uns gut funktioniert hat hier. Ja, viele mögen gerne roh essen und auch Früchte aus dem Süden gerne. Ich bin da nicht ganz überzeugt, aber ich finde den Gedanken, dass diese Früchte, die in heißen Ländern wachsen, uns kühlen, auch irgendwo sinnvoll und logisch. Und ich zum Beispiel, ich esse relativ wenig Sachen aus dem Süden. Ich esse auch mal eine Banane oder ich esse auch mal eine Orange, aber ich kaufe sie mir eigentlich gar nicht, weil ich merke, dass ich mich in eine Richtung bewegen will, die immer mehr, wo es immer einfacher wird, mich wirklich selbst zu versorgen. Naja, und das sind natürlich auch emotionale Aspekte, da spielen dann eine große Rolle. Also ein Gefühl von Luxus ist das ja auch. Gerade jetzt hier, ich bin ja auch in Ostdeutschland groß geworden, ich hatte zwar mein Leben lang immer Bananen zu kaufen, aber trotzdem für viele galt das noch und gilt vielleicht immer noch als eine Form von Luxus, erstrebenswert vielleicht sogar. Ich finde das eigentlich nicht. Ich finde das zwar mal schön, aber ich finde es gut, wenn man die Sachen, die wir kennen und die uns auch gut tun, gerade im Winter gut tun, also die Wurzelgemüse, wenn man sich auf die konzentriert und wenn man lernt, die anzubauen und sich davon zu ernähren und davon gute Sachen zu kochen und zu packen oder auch roh zu essen einzulegen. Also am besten geht es ja in diese Richtung, sauer einzulegen, zu fermentieren. Das ist am gesündesten. Aber das zum Beispiel meine Mitwohnerin, die habe ich gebeten, so zum Beispiel Zucchini einzulegen. Wir hatten viel Zucchini. Und für sie ist das ein bisschen Überwindung. Sie kann es zwar, aber sie hat gesagt, sie kennt das nicht als Kind und hat da nicht so eine positive Verbindung wie zum Beispiel zu Grießbrei. Ne? Und Grießbrei, Weizen und Milch ist jetzt nicht das hochwertigste an Nahrungsmittel. Ist gut für die Seele vielleicht, wenn man das als Kind so kennt. Aber das ist schon wichtig. Also auch Milch herzustellen und zu konservieren oder irgendwie zu bewahren oder Getreide, Weizen anzubauen. Und dann zu entspelzen und zu lagern und zu mahlen und daraus was zu herzustellen und was zu essen, ist ziemlich aufwendig und für einen Selbstversorger nicht so gut geeignet. Felix, also Aspekte, die wichtig sind. Geht ihr denn im Punkto Weizen auch zu den Urkörnern zurück oder zu dem herkömmlichen Weizen so? Also, ja, weil das ist ja gar nicht heimisch. Weizen kommt aus Afrika.
Ja, gute Frage. Was ist eigentlich heimisch? Oder wann war es heimisch? Also ich habe zum Beispiel mal gehört, dass die weitverbreiteste Form von Grundnahrungsmitteln vor einigen tausend Jahren in ganz Eurasien der Buchweizen war. Aber das habe ich gehört. Ich weiß, dass in Russland sehr viel gegessen wird und mir bekommt es auch sehr gut, aber viele sind das gar nicht gewöhnt. Wir haben jetzt auch Buchweizen viel am Keimen oder ich mache mir halt morgens auch Buchweizen gerne als Frühstücksbrei. Buchweizen oder Hafer. Also ja, ich bemühe mich schon, die Sachen zu essen, auch von den Getreidesachen, wenn es noch Getreide ist, aber ich brauche noch sehr viel Getreide, ich esse auch noch viel Brot, wovon ich langfristig wegkommen wollen würde. Aber vom Weizen versuche ich schon weniger zu essen oder vielleicht zu meiden. Aber ich bin bei meiner Mutter zu Hause, ich habe Freunde und Bekannte und es ist schon wichtig, nicht sich von der Gesellschaft in so vielen Punkten komplett abzukoppeln, in dem Glauben, dass man dann viel gesünder wäre. Für manchen ist das natürlich eine Form von Allergie, die der Körper einem zeigt. Da ist es angeraten, logischerweise Dinge nicht zu essen. Aber so aus Überzeugung heraus, weil das ich mal gelesen habe oder weil man überzeugt ist, dies oder jenes wäre jetzt, darf man gar nicht essen oder muss man unbedingt essen. Puh, das hat sich bei vielen, die ich kenne, auch wieder geändert nach Jahren. Gut ist zu wissen, in welche Richtung man geht und dann auf eine gesunde, natürliche Art und Weise sich dahin zu entwickeln. Das ist, halte ich für langfristig tragfähig. So, Susanne und Roland. Ich denke mal, es ist einfach auch eine Frage von, was wächst gut in der Gegend, wo man sich ansiedelt. Ne? Es macht ja auch keinen Sinn, irgendwas dann anzupflanzen, was da im Harz zum Beispiel nicht gut wächst. Ne? Es gibt ja so bestimmte Gegenden, ne, wo Dinkel gut kommt und irgendwo anders eben nicht zum Beispiel. Ne? Das muss man wahrscheinlich dann rausfinden. Ja, genau. Aber zum Beispiel über den Harz, wir haben es hier im Jahresschnitt 1-2 Grad weniger warm als zum Beispiel in der Magdeburger Börde. Und das kann in den nächsten Jahren sogar ein Vorteil sein. Also man meint immer so, oh, der Harz, das muss richtig kalt sein. Naja, das kann ich so nicht sagen. Ich meinte das jetzt auch gar nicht von der Kälte her. Wir kommen ursprünglich aus dem Schwarzwald und es ist schon ein Unterschied zu Bremen, was jetzt da wächst oder nicht. Ne? Und deswegen könnte ich mir vorstellen, Harz und Schwarzwald sind sich da schon sehr, also weiß ich nicht, also von den Höhenmetern schon ein bisschen ähnlich. Ne? Aber das hatte ich so gemeint. Ne? Also ich meine, es geht ja auch um Wind und um alles Mögliche, nicht mal so sehr um die Kälte. Aber ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt bei der Selbstversorgung. Na klar. Ja, Felix, wie sieht das da denn bei dir aus? Sind da richtige Resthöfe? Sind da Bauernhöfe? Ist da Gelände? Was kann man da damit bei dir erstehen? Wo hast du da konkret ein hübsches, süßes, kleines Häuschen, vielleicht so ein Resthof, was man vielleicht ein bisschen aufpeppen kann, wo man mit mehreren drin leben kann und was man gemeinsam bewirtschaften kann? Ja, es gibt im nächsten Dorf im Moment gerade einen Hof zu verkaufen, einen Vierseithof mit zwei, also einem größeren, einem Wohnhaus, wo zwei, könnte man, ja, separat, zwei Wohnungen mit jeweils 100 und Quadratmetern. Der ist aber mitten in der Versteigerung schon oder mitten im Verkauf schon. Also da sind schon Leute drauf, die sich angucken. Und es sind dann eben auch 190.000. Aber man könnte da eben mit 10 Leuten wohnen. Ja, aber da muss man sich dann kennengelernt haben. Und da waren auch Freunde von mir mit. Ich war da auch mit, meine Mitwohnerin. Wir haben uns da angeguckt. Und ein paar Berliner habe ich das geschickt und noch ein paar anderen. Ja, und das sind dann so Möglichkeiten, wenn da was aufkommt. Auch jetzt im nächsten Dorf, da gibt es einen ehemaligen geschlossenen Gasthof, den man mieten kann mit der Wohnung drüber. Oder in dem anderen Dorf gibt es einen Hof, da ist zum Beispiel der Mann, der da noch gewohnt hat zuletzt, ist gestorben und das wird wahrscheinlich verkauft werden. Und ich weiß, dass bevor das im Internet steht, weil mein Kumpel regelmäßig in der Kneipe ist und das erfährt, bevor es irgendwie offiziell wird. Also ganz wichtig in diesen Dörfern, wenn man ankommen will, ist in das Dorf gehen, die Leute da fragen. Also eher 3 von 4 als die Hälfte der Objekte werden gar nicht ins Internet gestellt, gar nicht über einen Makler gehandelt. Und werden verkauft, bevor es überhaupt mehr als das Dorf erfährt. Also wenn man in so einer Gegend ankommen will, ich kann da Vorschläge machen, ich kann da Hinweise geben, ich kann da, habe natürlich hier auch Kontakte und Bekannte, aber
ich kann auch nicht jede ein, zwei Wochen zu so einem Projekt, so einem Objekt gehen, mir das angucken, mich durchführen lassen und behaupten, ich bin bereit, das zu kaufen. Das kommt irgendwann, wenn ich denselben Makler das dritte Mal wieder sehe, ist das dann schon ziemlich blöd. Also da braucht es schon ein Stück Eigeninitiative dann wieder von den Menschen. Aber es gibt Möglichkeiten, gerade hier im Haus. Ja, sicher. Und wie hast du dir das dann vorgestellt, wie ihr dann zusammenkommt? Wie soll das Kennenlernen laufen? Wie? Ich meine, du hast es am Anfang schon erzählt, wie du dir das vorstellst. Nicht nur, dass man gemeinsam Feierlichkeiten begeht, sondern egal welche jetzt, am Äquator wäre es wahrscheinlich ein Monsunfest, aber eben halt im Harz eben halt andere Feierlichkeiten. Wie hast du dir das vorgestellt? Würdest du das in deine Hand nehmen? Organisierst du sowas? Ja, klar. Also es ist natürlich so, dass die Menschen auch untereinander sich kennenlernen und treffen und da gibt es da ein Treffen, dann werden die eingeladen und dann komme ich da mal nicht hin. Also da ist es ja ein Netzwerk, ne? Es ist ja nicht so, dass es dann einen Menschen gibt und alle kennen nur diesen Menschen. Das funktioniert nicht auf Dauer. Es braucht schon ein Netzwerk, was ich kennenlerne. Und zum Beispiel meine Mitbewohnerin, meine Freundin und noch eine Freundin und dann noch zwei weitere. Wir fahren morgen zu einer weiteren Bekannten zum dritten Advent. Wir werden einfach singen, uns das Grundstück ein bisschen angucken und schwatzen. Ja, also so, wie man sich eben üblicherweise mit seinen Freunden oder Familienangehörigen trifft und gemeinsam auch solche kleinen Sachen begeht. Und ja, wenn das dann passt, wenn jemand dann in Kontakt ist mit dem einen oder anderen, dann ergibt sich das, dann findet sich das nach und nach zusammen. Und kann ich gar nicht so gut beschreiben. Es ist mehr wie ein Schwarm oder wie ein Netzwerk, wo immer wieder Veranstaltungen stattfinden, bei denen ich teilweise dabei bin, teilweise nicht. Aber ich bin schon bemüht, gerade größere Feste und Veranstaltungen zu organisieren, wo eben dann viele kommen können und sich kennenlernen können, aus der Gegend und von irgendwo anders. Im Moment ist das eine besondere Herausforderung, aber ja, das traue ich mir schon mittlerweile zu. Ja, bei der Gelegenheit möchte ich nochmal an unsere Lagerfeuer-Challenge erinnern, wo jeder herzlich dazu eingeladen ist, ja, gute Freunde aus den Gruppen kennenzulernen oder einfach nur mal mit dem Nachbarn, und das ist noch gestattet nach den gültigen Regelungen, die gerade zurzeit da sind. Ich glaube, es waren 5 Menschen oder so. Aber es ist bestimmt möglich, sich zusammenzutun und vielleicht auch größer, um ja, sich gemeinsam zu treffen, auszutauschen und kennenzulernen. Und ich hoffe, da machen ganz, ganz viele Menschen mit. Was machst du denn genau in dem Bereich jetzt als nächstes? Fragst du an mich? Ja, das war eine Frage an dich. Ja, ich denke, das nächste Treffen wird im Februar stattfinden. Das nächste Treffen ein bisschen größerer Rahmen, wo Leute auch dazukommen können, die ich noch gar nicht kenne. Weil ich habe das immer eigentlich so die letzten Jahre, dass ich merke im Dezember, dass ich eine Einkehr brauche. Also ich bin im Jahr über, so wie das Leben ja auch, bin ich mehr nach außen. Gerade im Sommer bin ich sehr kontaktfreudig und unterwegs und bin viel draußen. Und im Winter ziehe ich mich ein Stück weit zurück und habe vor allem Kontakt mit meinen Nächsten, meiner Freundin und meiner Mitwohnerin und vielleicht meiner Mutter. Und dann geht es ja auch ums Weihnachten feiern und die Jahreswende begehen. Also jetzt im Moment habe ich schon seit Wochen auch meiner Mitwohnerin versprochen, dass ich keinen mehr einlade, weil wir hatten das ziemlich viel und sie hat gesagt, na Felix, ich will lieber mal ein bisschen Ruhe haben und so. Also das ist eine gute Möglichkeit im Moment, diese Online-Treffen. Und ich denke, Februar wird es ein nächstes Treffen geben. Und ich habe noch keinen Termin festgelegt, aber ihr könnt davon auf jeden Fall von der Anni auch erfahren dann. Das werde ich dann auch hier bekannt geben. Ja, wir haben ja sowieso vor, nochmal miteinander hier zu sprechen, ja. Und nochmal so eine Fragerunde an dich ja zu starten. Und es wird ja auch hier sehr gut angenommen. Und ja, wir haben jetzt 8:10 und ich möchte die anderen bitten, ihre Fragen noch zu stellen, damit wir so langsam zum Abschluss kommen können. Wer möchte denn als nächstes? Wer hat noch Fragen an Felix? Nicht alle auf einmal. Kann ich noch eine Frage loswerden, die eben untergegangen ist? Selbstverständlich, dafür sind wir ja da. Meine Leitung ist anscheinend ein bisschen schlecht, deswegen habe ich die Kamera ausgemacht. Ich wollte ganz gerne vom Felix ein bisschen wissen, wo, bei welchen größeren
Städten oder Orten das ist, dass man das so ein bisschen einschätzen kann. Ja, ich komme ursprünglich aus Leipzig und von Leipzig aus ist es quasi nach Westen etwa 100 Kilometer. Ja, und ansonsten mittelgroße Städte, wer das kennt, Weltkulturerbestadt Quedlinburg ist etwa 40 Kilometer nördlich von hier und im Süden auch etwa so weit weg ist Nordhausen, im Süden vom Harz. Also im Norden von Harz, vom Ostharz ist Quedlinburg und im Süden ist Nordhausen, so als grobe Orientierungspunkte. Okay, reicht das? Cool. Ja, super, wunderbar. Und hast du irgendwie, also das nächste Treffen hast du im Februar vor, weil wir haben ja jetzt keine 5 oder 3 Jahre Planungszeit mehr, wenn ich das richtig erkenne. Ja, wäre es auch lieb, wenn es schnell gehen würde, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben Menschen ihre Kapazitätsgrenzen und ich auch. Und das ist echt eine Sache, die mir echt ziemlich viel Kopfzerbrechen gemacht hat. Und ich denke mal, es kann schneller gehen, weil Menschen für sich entscheiden, zum Beispiel diese Gegend da im Harz ist generell gut geeignet dafür. Ich habe mir ja die Gegend aus mehreren Gründen ausgesucht. Erstens ist sie verhältnismäßig weit weg von großen Städten für Deutschland. Es ist im Herzen Deutschlands. Also ich kann es zwar nicht genau wissen, aber ich vermute mal zum Beispiel an der Grenze zu Polen, an der Grenze zu Tschechien oder überhaupt an Landesgrenzen kommt es zu Spannungen und kann es zu Situationen kommen künftig, die nicht so schön sind. Also es hat vielleicht einen Vorteil, nicht ganz an der Grenze von Deutschland zu sein, an der Grenze von Staaten. Ja, es ist ein Stück weit höher. Gut, manche spekulieren über Polsprung und Wasserfluten, die da kommen. Das könnte eine Rolle spielen. Aber auf jeden Fall ist es dünn besiedelt. Es gibt relativ viel noch Wald, beziehungsweise vor allem Forst, wie Deutschland ja 99%, was wir Wald nennen, ist ja eigentlich Forst. Es gibt relativ viele noch Bäche und Flüsse, aus denen man zur Not trinken könnte. Sag mal so, es ist jetzt nicht alles super, dass man sagt, das ist Quellwasser, aber bestimmt besser als in den meisten anderen Teilen Deutschlands. Das Trinkwasser bis zu den Großstädten kommt hier aus dem Harz. Unser Wasser hier hat 0 Kalk. Es ist großartig, wir trinken es aus der Leitung, also was Leitungswasser angeht. Die Natur ist also noch ein bisschen robuster und ein bisschen näher am Ursprünglichen als in den meisten anderen Teilen Deutschlands. Und es ist eben von vielen Teilen Deutschlands auch gut zu erreichen. Also das kann eine Rolle spielen, um im deutschsprachigen Raum Menschen zusammenzubringen. Das heißt, ich hoffe eigentlich, dass Menschen erkennen, dass diese Gegend krisenfester ist als andere, als viele andere Gegenden in Deutschland. Sicherlich in kleinen Dörfern weit ab vom Schuss ist es überall ein bisschen besser als irgendwo in der Großstadt, selbstverständlich. Aber der Harz ist sehr ursprünglich. Die Menschen hier sind sehr verwurzelt noch. Viele haben noch Lagerkeller und bauen hier und da noch ein bisschen mehr an, als es vielleicht an den Städten ist und kommen nicht ganz so schnell in so Lebensmittelkrisen zum Beispiel. Ja, und wer das erkennt und wer das gut findet, der kann ja hier in der Nähe was suchen, sich einen Hof kaufen, ohne schon sicher zu wissen, dass es super harmonisch als Gemeinschaft gehen wird. Wisst ihr, wie ich meine? Das kann man nicht so schnell wissen. Das ist ein Prozess, der braucht Zeit. Und die Zeit haben wir nicht unbedingt. Trotzdem kann man dann kooperieren. Trotzdem kann man sich unterstützen. Und dann gibt es vielleicht 5 oder 8 Leute, die sich gut verstehen und dann wieder 5 und dann die agieren dann bloß 1-2 Mal im Jahr im größeren Sinne zusammen und nicht so ganz eng. Und dadurch ist das schon schneller möglich, meine ich. Es wäre möglich, durch die leerstehenden Sachen, dass innerhalb von einem Jahr 50 Leute hier in den umliegenden Dörfern einen freistehenden Hof erwerben und hierher ziehen. Und das wäre mit einer Gemeinschaftsgründung sonst kaum möglich oder dann eben mit der großen Gefahr, dass es sehr schnell wieder zerbricht. Ja, also ja, ich sehe das auch so. 3 bis 5 Jahre Planung ist nicht mehr. Und ich muss auch sagen, es gibt ja auch viel mehr Erfahrungen jetzt. Es gibt ja auch viel mehr Wissen darüber, wie es gehen kann. Und ich orientiere mich ja auch an gelungenen Gemeinschaften vor allem. Das ist, also du sprichst mir aus der Seele, das ist auch genauso, wie ich das empfinde.
Und das gerade, dass das so nicht ganz so eng ist, ne? Dass jeder einen eigenen Hof hat. Ich bin alleinstehend und ich bräuchte halt Hilfe. Ich hatte immer vor, einen Hof zu haben. Ich komme vom Bauernhof, ich wohne hier jetzt bei meiner Mutter und pflege sie. Aber den Hof selber hat mein Bruder geerbt. Also von daher bin ich flexibel sozusagen, woanders hinzugehen. Und ich weiß aber, wie viel Arbeit das hat, wenn man sich, besonders wenn man sich selber versorgen will. Für eine Person, das geht vielleicht noch, aber trotzdem ist einfach unglaublich viel Arbeit immer damit verbunden. Und von daher, also es geht ja auch immer wieder was kaputt oder man braucht Holz oder dies oder jenes. Und wenn man sich da in der Gemeinschaft gegenseitig unterstützen kann, das ist einfach für mich sehr reizvoll. Ne, man kann sich begegnen, man kann sagen, man braucht Hilfe in irgendwelchen Gebieten, man kann seine eigene Hilfe anbieten und so. Also von daher finde ich das schon, bin ich da 100% d'accord, gehe ich da mit dir. Und es gibt andere Projekte, es gibt ja auch diese, ich weiß nicht, nach Rosenberg oder so, wo die auch die Gemeinschaftsbildung mit bestimmten Tools begleitet haben. Also da muss man ja nicht das Pferd nochmal neu erfinden oder irgendwas. Nein, nein, super. Du sprichst von der gewaltfreien Kommunikation. Ja, ja, genau. Nach Marshall B. Rosenberg. Ja, ja, genau. Damit habe ich mich auch schon beschäftigt. ja. Mhm. Genau, also das sind Dinge, die man nutzen sollte. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Wie machst du das dann? Hat Anni eine Liste oder wie kann man sich dann das hier sozusagen anmelden oder bewerben, dann im Februar dabei zu sein? Ja, ich kann eine Liste erstellen. Also ich kann euch jetzt aufschreiben und dann anschreiben. Ja, also rechtzeitig. Einen Monat vorher. Dann werden wir sehen, ob wir das nochmal online machen oder ob wir das schon vor Ort machen. Oder beides. Also je nachdem. Ja, das ist super. Also ich kann dich ja schon mal aufschreiben. Ich kann eine Liste anfangen. Oder Anni, willst du das aufschreiben? Wie wollen wir es machen? Also erst einmal wäre es schön, wenn du nochmal deine E-Mail-Adresse nennst. Zweitens ist immer... Ja, das auch. Und zweitens wäre es schön, wenn auch zur Gemeinschaftsbildung die Landsitzliebegruppen in Anspruch genommen werden. Dafür sind sie ja da. Und wenn man sich dort rege beteiligt und auf die Menschen zugeht, ja, auch da lässt sich dann ganz bestimmt eine Gemeinschaft bilden. Es sind schon viele Gemeinschaften da, die sich ja gemeinsam, ja, es gibt welche, die bewirtschaften gemeinsam ein Hektar Grundstück oder die treffen sich regelmäßig zum Singen tatsächlich. Zum Singen, Felix, ob du es glaubst oder nicht. Und ja, die sich auch so treffen, einfach nur mal sich kennenlernen, eine Tasse Kaffee zusammen trinken und glücklich miteinander sind. Ja, und was sollte ich sonst noch tun? Wie war die Frage nochmal genau? Nö, das ist ja schon sehr gut. Also man kann sich auch immer an mich wenden, wenn ich da irgendwie etwas tun kann oder Kontakte herstellen kann, mache ich das immer gerne. Ja, und Uwe hatte, glaube ich, noch was geschrieben. Möchtest du das vielleicht noch mal eben erzählen? Na, ich habe hier, also ich bin ja hier in einem Dorf, wo der Erste Weltkrieg beschlossen wurde. Und da habe ich dann so nachgeforscht, warum da keiner drüber reden wollte. Und dann bin ich drauf gekommen, dass die apokalyptische Geschichte, die Jungfrau mit der Krone, also lateinisch eben Corona, dass die alle 1000 Jahre seit einem Meteoriteneinschlag auf Grönland überliefert wird. Und da habe ich dann versucht, so eine Videokonferenz mitzumachen, aber da bin ich dann gleich rausgeflogen und dann ist aber wenigstens dieses eine YouTube da entstanden, schon mal so ein kleiner Anfang. Muss man sich an die Technik ja auch erst gewöhnen. Und also ich bin irgendwie auch jetzt hier irgendwie am Anfang in diesem Dorf, da ist jeder für sich und da lasse ich mich mal überraschen, wie sich das weiterentwickelt. So, ich wollte hier so das Nachbargrundstück dann kaufen, irgendwie mit Gemeinschaftsgeldern irgendwoher und da ein gemeinschaftliches Haus bauen. Also weil ich auch so, vorher habe ich immer für andere Leute irgendwo gebaut und dann habe ich aber eingesehen, die machen das nur für sich meistens
und eben nicht für eine Gemeinschaft. Und dann habe ich gesagt, irgendwie muss es sozusagen ein direkter Weg in die Gemeinschaft geben, weil es sonst, also die Individualität hat keine Zukunft. So, außer für eine Heilung der traumatischen Erlebnisse. So, naja. Ja, ist schon alles. Also Uwe, du strebst da im Postleitzahlenbereich 1 etwas an und bist ja jetzt in der Community da bei uns im Chat in der PLZ 1.6 und da suchst du dann auch noch Mitstreiter, ja? Ja, 16259 ist es. Das liegt zwischen Bad Freienwalde und Eberswalde. Also, ja, dann hoffe ich, dass dort Menschen auf dich zukommen und Dankeschön für dein Engagement. Philipp, du hattest auch noch eine Frage. Du hattest vorhin die Hand gehoben. Möchtest du deine Frage stellen? Dazu müsstest du das Mikrofon öffnen und Uwe sein schließen. Uhu, geht nicht? Da geht nichts, ne? Geht nicht. Gut, Felix, möchtest du zum Abschluss noch was sagen? Oder hat noch einer Fragen erstmal? Das ist noch viel wichtiger, bevor wir zum Abschluss kommen. Möchte noch jemand Fragen stellen? Gut, ich sehe Kopfschütteln. Felix, dann gehört dir das Schlusswort. Ja, an alle, die Interesse haben, Gemeinschaft zu gründen. Es ist sehr wichtig und sehr hilfreich, sich an den Projekten zu orientieren, die schon erfolgreich sind. Sich genau anzuschauen, was machen die richtig, was machen die gut. Weil oft wird das übergangen. Oft ist es so, dass Menschen dann bei solchen Projekten Dinge bemerken, die ihnen irgendwie nicht passen und daraufhin dann sagen, oh, ich kann das viel besser und fange selber an, ohne das wirklich studiert und an sich angeschaut zu haben. Und da findet man das Rad immer wieder neu und selten so gut wie die Projekte, die schon da sind. Also, das kann ich euch raten. Lest ruhig die Sachen, die veröffentlicht werden von den bekannten Ökodörfern. Schaut euch die größten Gemeinschaften und Projekte der Welt an. Fahrt hin, besucht das, wenn ihr selber in Gemeinschaft leben wollt oder bei Gemeinschaftsgründung mitmachen wollt. Das ist mein Hinweis, mein Wunsch. Danke. Ja, vielen Dank, lieber Felix. War ein schöner Abend mit euch allen. Und schön, dass ihr euch so fleißig beteiligt habt. Das war ein richtig schöner, lebendiger Abend. Und ich freue mich auf das nächste Mal und hoffe, Felix, du bist dann auch noch mal wieder dabei. Ja. Ja? Ja. Ja, schön. Dann möchte ich diese Fragerunde gerne schließen. Ja, und freue mich aufs nächste Mal. Ciao. Danke. Gut. Ciao. Danke. Danke und tschüss.